Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zurück bei Patje spielt. Und zwar spielen wir Europa Universalis, unser England-Let's Play. Letztes Mal haben wir den Krieg gegen Schottland geführt, haben hier die Grenze etwas weiter nach Norden geschoben und auch in Frankreich uns diese Provinz mitnehmen können, die uns ein wenig hilft, weiter voranzukommen. Vor allen Dingen ist es uns im Laufe des Krieges aber auch gekommen, Frankreich einmal einen Schuss vor den Bug zu geben, wenn man so will, und haben darum hier diese Mission abgeschlossen, strategische Kontrolle. Und es ist viel übrig geblieben, ich habe noch nichts weiter gemacht, darum gehen wir es einmal an. Vor allen Dingen müssen wir unsere Rekrutenreserve wieder erhöhen, bevor wir an irgendetwas wie einen nächsten Krieg, ich habe schon drüber nachgedacht, irgendwie Burgund mal anzugehen oder ähnliches, starten zu können. Was haben wir hier jetzt als nächstes Ziel? Unterwerft Frankreich. Dafür müssen wir... Ah. Die müssen im Besitz sein. Hier waren es die gleichen. Aber... Da müssen sie im Besitz von England sein. Bin ich gerade... Frankreich. Ach so. Okay. Gut, wir kontrollieren Paris nicht mehr. Das haben wir eben nur kurzfristig getan. Aber hier haben wir es jetzt getan. Und dafür müssen wir diese Gebiete hier besetzen. Kriegen dann entsprechende Rekruten. Sehr gut, das ist klar. Also ist jetzt eigentlich auch nicht so relevant. Das, ach, und 25 Prestige. Das ist vielleicht noch interessanter. Die Bretagne ist nochmal interessanter. Da müssen wir diese Gebiete in unseren Besitz bringen. Sie waren jetzt allerdings ein guter Verbündeter. Interessant, dann geht es sozusagen weiter und wir kriegen neue Gebiete, die wir dann herzuziehen können. Und dann übernehmen wir schließlich Burgund. Okay, das ist schon ziemlich ein ziemlich harter Fahrplan, den wir da haben. Können wir sonst noch was machen? Schottland sind wir dabei. Ja, das zu tun, Irland haben wir erobert. Und maritimes Reich. Ah, jetzt haben wir mehr als 40 Häfen. Ach so, weil wir hier oben die zusätzlichen Bereiche haben und müssten jetzt nur noch unsere Flottenreserve erhöhen. Und wir würden einen Admiral und einen Anspruch auf Gibraltar bekommen. Das gehört aber momentan den Portugiesen. Ich weiß gar nicht, ob man auch darum bitten kann, Provinzen zu kaufen. Ne, wir können nur man kann, glaube ich, nur verkaufen. Gut. Dann haben wir so und zusammen uns mal einen Überblick über die aktuellen Missionen gemacht. Darlehen werden fällig. Wir haben Armeen im Exil. Hier unten. Ziehen sie einfach erstmal hier rüber. Ja. Die Innovationsmacht steigert. Wir können neue Technologien machen wir gleich. Das gucke ich mir gleich auch nochmal genauer an. Korruption müssen wir senken. Wir müssen aber vor allen Dingen erst nochmal Kernprovinzen erstellen. Und damit hat sich die Forschung auch erledigt. Ich will mal kurz bei den Beratern gucken. Hier könnten wir jetzt auf den wechseln, der die Unruhen uns ein wenig verbessert. Vielleicht machen wir das einmal eben. Diplomatische Reputation. Ja, können wir erstmal so lassen. Und Moral. Ja, da kriegen wir die Regimenter schneller voll. Ja, jetzt lassen wir mal so. Und lassen mal ein wenig laufen.
Okay, ja. Genau, das war so die nächste Sache. Ich meine, das ist jetzt ein bisschen problematisch, weil die wahrscheinlich die Reichweite haben, um hier hinzukommen. Bringt es eigentlich was? Kann man die Kolonialreichweite durch hier Marinestationierung erhöhen? Mal gucken. So, ich habe es nachgeguckt. Und das ist wohl rausgepatcht worden. Also früher gab es das wohl mal. Ist so dann ja auch nicht ganz unpraktisch. Mal kurz gucken, was die diplomatische. Nee, da kommen wir nicht weiter. Die Grundsteuer ist einfach zu groß, um sie einfach zu annektieren. So, Unruhen. Schottische Nationalisten. 3,3 Jahre. Hier sind es 10. Gucken wir hier mal rein. Der Separatismus ist aber auch. Okay, forschen wir mal weiter. Mal gucken, wo dieser Seebiss ist. Gucken, wo ist er hin unterwegs? Ah, das ist gut. Das ist die Region hier oben, die aber auch nicht wirklich näher ist als hier Wollenkai. So, ein Ding ist noch rein. Genau, wir müssen die Flotte noch. Umstellen. Oh, wir haben offensichtlich ein Transportschiff irgendwie erobert. Den fahren wir hier mal nach Norfolk. Hier teilen wir nochmal auf. Das nehmen wir nämlich raus. Wir wählen diese Einheit und die kommt hier nach Sussex. Und der soll. Wo sind die denn gerade? Ach, hier drüben. Fahren wir nach Essex. Und da schicken wir das andere Transportschiff auch hin. So. Das haben wir dann auch erledigt. Wie viel Verlust machen wir gerade? Gut, wir können bei der Flotte ein bisschen was runtergehen. Die Korruption müssen wir angehen. Zinsen können wir um 2. Aber nichts. Wir können die Armeen. Ach stimmt, wir haben noch Söldner. Die haben wir hier oben. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Die kosten natürlich entsprechend Knete. Genau, das hatte ich mir letztes Mal am Ende noch gedacht, da musst du dran denken, dir die Söldner wieder rauszuziehen. Ich glaube, in den anderen Armeen haben wir keine Söldner. Hier ist noch eine und wo ist die? Habe ich nur 2 Armeen. Dann ziehen wir die aber mal. Wir halbieren die mal und ziehen die hier nach Calais. Und hier das gleiche. Ach so, ne, schließen.
Wobei doch, wir machen das mal so. Weil die sollen auf jeden Fall rüber. Dann nehmen wir 1, 2, 3 Reiter. 1, 2, 3, 4, 5, 6 hiervon. Und die schicken wir hier unten nach Kent. Die sollen nämlich auch rüber. So. Stände fordern Kontrolle. Der Klerus hätte gerne eine. Ich glaube, die erhöhen dann dort. Senken die nicht dort die Unruhe? Ach so. Ich glaube, hier können wir momentan. Ach so, ne, Westmark könnten wir das geben. Das ist doch ganz gut. Dann sinkt auch die Unzufriedenheit. Können wir es bauen? Das machen wir nicht. Das können wir eigentlich mal ausblenden. Das blenden wir aus. Das wissen wir auch. Ja, da können wir jetzt eh nicht viel machen. Wir müssen jetzt gleich erstmal wieder sparen. Sechs Jahre. Gut, machen wir ein bisschen schneller. Gucken, ob wir das einfach aussitzen können. Ah, sehr schön, das erhöht die Kolonie, aber ich glaube nicht genug. Der Klerus ist lange Zeit eine der führendsten Säulen des englischen Reichs gewesen. Zum Wohle unseres Königs hat sie nicht nur spirituelle Führung geboten, sondern auch Verwalter, Richter und Diplomaten gestellt. Im Gegenzug zu diesen Diensten bezahlt kein königliches Herrenhaus, Kloster oder anderes Anwesen dem Staat irgendwelche Steuern. Oh, und die weltlichen Autoritäten mischen sich nicht in interne Angelegenheiten des Klerus ein. Doch die Zeiten sind düster und der Staat muss steigende Ausgaben denken. Der Vorschlag, der Klerus möchte einen freiwilligen Beitrag leisten, wurde nicht wohlwollend aufgenommen. Ich glaube, wir gehen jetzt. Sie müssen, also guckt euch das an, wir haben nicht viel Geld. Sie müssen einen Beitrag leisten. Da bleibt nicht viel anderes übrig. Sie sind jetzt illoyal. Wir zahlen das Darlehen mal zurück. Gucken, können wir sie irgendwie. Naja, wir könnten ihnen jetzt wieder Geld geben. Damit war das irgendwie dann ein ziemliches Nullsummenspiel. Nee, wir erbitten ihre Hilfe, um sie sozusagen deutlich zu machen, wir brauchen euch ja immer noch irgendwie. Freien Kolonisten brauchen wir jetzt noch nicht unbedingt. Bei Kolonialreichweite hätte ich es mir überlegt. Aber so lassen wir es öffnen. Oh. Influenza in Hampshire. Aber ich glaube, wir können nichts anderes machen. Das Risiko ist zu groß. Ich will einmal noch kurz auf die Religionskarte gucken. Ich glaube, wir können vielleicht den Katholizismus hier zurückdrängen. Dafür müssen wir erstmal vorankommen. Wieso, was sind denn das hier alles für Armee? Ach so. Ach nee, nicht ernsthaft, ne? Ich schicke die jetzt nicht einzeln. Fahr hier mal nach Essex.
Das ist ja verrückt, dass er sich die kleine Flotte dafür aussucht. Ich halte das noch ein bisschen im Auge. So. Zusammenziehen. Zusammenziehen. So, und die sollen jetzt. Ne, stimmt ja gar nicht. Moment. Wie viel haben die denn? Wie viel haben die denn hier oben? Ach so, Portugal will Krieg gegen den Kongo führen. Das ist mir relativ egal. Ne, dann sind es nur noch 4000. Die wir brauchen, die hier hochgezogen werden. Und dann sehr gut. Dann hatte ich vorhin die falsche Flotte quasi. Dann wäre natürlich einiges auch schneller gelaufen. Die können wir stilllegen. Die Familie der Haid erwartet, dass der König den Rat der Königin mal an den Aktiv nach. Okay. Also ich meine eigentlich. Eigentlich sind wir ja nur mit ihr verheiratet wegen eines blöden Seitensprungs, ne? Und daher vielleicht keine speziellen Gefälligkeiten. Der Entdecker ist bereit. Jetzt haben wir hier noch einige Sachen entdeckt. Ne, hat es keine wirkliche Chance. Aber jetzt können wir die Küste dort entdecken. Können ja auch hier noch nicht hin, ne? Ne. Irgendwie alles gleich weit weg. Okay, uiuiui. Wir werden in Krieg gezogen. Pa Nein, Pause laufen lassen. Kent konvertierte und ach so, die anderen sind die Kernprovinzen, die wir jetzt haben. Ja, ich glaube, früher oder später werden wir protestantisch werden oder vielleicht anglikanisch, keine Ahnung. Können wir da eigentlich, da können wir gegenhalten, ne? Missionare haben wir denn einen? Meine, er ist kein. Ich glaube, wir setzen trotzdem so ein paar Reformen jetzt mal in Kraft. Den Akt, der die Bibelübersetzung verbietet. Dann kriegen wir zwar weiteres Reformbegehren, aber das passt ja irgendwie auch. Es ist ein bisschen verzweifelt, jetzt dagegen zu halten. Boah, das ist so teuer. Förderkosten von Institutionen plus 10%. Er ist kein, also ein. Gut, gucken wir einmal kurz. Österreich fordert Unterstützung in der zweiten Heiligen Römischen Intervention gegen Baden. Das ist ein Angriffskrieg. Also wir müssen das mit Sicherheit machen. Wir gucken mal kurz in diesen Krieg rein. Momentan 0. Ne, wir nehmen den an. Brauchen einmal kurz jetzt wissen, gegen wen führen wir denn jetzt hier Krieg. Frage ist, kommen wir da überhaupt irgendwie hin? Wir müssen durch Burgund. Die werden uns sicherlich, weiß nicht, ob die den Gegnern. Nee. Burgund müsste uns erlauben, durch ihr Gebiet zu laufen. Nee,
Da haben sie gar kein Interesse dran. Der Vorteil ist, wir können hier ist es, die Kriegssteuern erheben. Na, ich dachte, das wirkt sich stärker aus. Hätte ich jetzt nochmal mehr drauf achten müssen. Ja, Blödsinn. Kann nicht mehr bringen. Ich habe nur Punkte jetzt rausgeschmissen. Ach. Wir könnten natürlich überlegen, ob wir oben in Wismar landen wollen. Ich glaube, wir lassen jetzt erstmal ein bisschen laufen. Wo verbessern wir hier die Beziehungen? Ach so, erzürnte Nation, okay. So, die bewegen wir hier nach Valor. Die Frage ist, brauche ich es? Oder kann ich hier sowieso schon... Ich kann sowieso schon hier durchlaufen. Weil die den Gegnern den Zugang gewährt haben. Wir ziehen hier bis in Elsass. Nur kein Anführer hier. Nee, wir ziehen ihn hier ab. Henry Bryan. Kleve schloss ein Militärbündnis. Wir sind hier. Ich glaube, hier wird schon fast alles belagert. So, einmal kurz. Das Osmanische Reich hat uns beleidigt. Wieso ist denn hier eine andere Farbe? Gut, wir erkunden weiter. Vielleicht mal das westafrikanische Meer. Ja gut, aber hier sind wir jetzt auch nicht wirklich weitergekommen. Nee. Moment mal. Halt. Was haben wir denn hier? Ach so. Da hat nur Frankreich... noch Ansprüche drauf. Und ich glaube, hier haben wir nur noch keinen... Hier haben wir noch keinen Staat draus gemacht. Das ist ein Territorium. Okay. Vielleicht hängt das damit zusammen. Gut, wir gucken mal, wie der Krieg hier läuft. In dem Sinne verabschiede ich mich aber erstmal für heute von euch. Wir helfen den Franzosen nicht wirklich. Und in dem Sinne sehen wir uns morgen, nein, nicht morgen, bei der nächsten Folge jedenfalls wieder. Macht's gut, ciao, sagt euer Patier.